SUVs sind der letzte Schrei. Immer wieder sind vor allem Frauen am Steuer eines dieser mehr oder weniger geländefähigen Geländewagen anzutreffen. Kein Wunder, bieten diese bulligen Zeitgenossen doch für den Alltag viel Platz sowie ein überdurchschnittlich hohes Maß an Sicherheit. Der Chevrolet Captiva trifft genau den Nerv der Zeit. Mit einer Länge von 4,60 Meter ist er größer als die meisten seiner Mitbewerber. Doch die Länge bringt einen entscheidenden Vorteil. Auf Wunsch ist eine dritte Sitzreihe verfügbar, die sich komplett im Ladeboden versenken lässt. Hoher Alltagsnutzen, Flexibilität, Variabilität, das sind die bestimmenden Elemente im Innenraum des neuen Captiva. Legt man alle Sitze um, kann man über 1500 Liter Ladevolumen transportieren. Zweite Sitzreihe aufgestellt, die übrigens 60:40 teilbar ist, dann bleiben noch immer 930 Liter Kofferraumvolumen über. Und dann der super Clou, dritte Sitzreihe, 7 Leute kann man mit dem Captiva transportieren. Greift man einfach hinein, stellt die dritte Sitzreihe auf und dann bleiben immerhin noch 465 Liter Kofferraumvolumen übrig. Damit kann man wahrscheinlich nicht verreisen, aber zumindest die Kinder von der Schule ab. Der neue Captiva ist wahlweise Vorderrad- oder Allradgetrieben. Unter drei verschiedenen Triebwerken kann man beim Captiva wählen. Zu Anfang einmal ein Dieselmotor, ein 2 Liter Common Rail Diesel, der wirklich satte 150 PS leistet, wahlweise mit 6-Gang Schaltgetriebe oder mit Automatik, wobei ich persönlich die Automatik präferiere, weil sie absolut harmonisch zum Auto und zum Motor passt. Auf der Benzinseite gibt es zwei verschiedene Motoren, einen 2,4 Liter Motor, der 136 PS leistet, nicht unbedingt mein Favorite, aber wahrscheinlich deshalb, weil ich schon mit dem 3,2 Liter V6 Motor gefahren bin und der leistet 230 PS und hat ein wirklich feines Drehmoment und einen sonoren Klang. Passt einfach wunderbar zum Auto, braucht allerdings, muss man fairerweise sagen, ein bisschen viel. Innen wirkt der große Ami durchaus ansprechend. Die Verarbeitung macht einen grundsoliden Eindruck, die Instrumente sind schnörkellos und gut ablesbar. Klar, ein Porsche Cayenne oder ein Land Rover Discovery sieht anders aus, aber die kosten auch entsprechend mehr. Rein optisch ist der Captiva für mich zumindest wirklich gut gelungen. Es ist einfach ein rundes Gesamtpaket, das sowohl da abseits der Straße als auch auf der Straße und natürlich vor den schicken Boutiquen eine wirklich gute Figur macht. Aber wie schaut es preislich aus? Ja, gar nicht so schlimm, würde ich sagen. Ab 26.000 Euro geht es los in der Einstiegs-Benzin-Variante. Möchte man den Diesel, den ich persönlich sehr präferiere, in Verbindung mit der Automatik, muss man schon 10.000 Euro mehr locker machen. Dann kostet er rund 36.000 Euro, was angesichts des Leistungsspektrums und des Gesamtpakets aber ein durchaus faires Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt. Der Chevrolet Captiva ist ein Lifestyle-SUV für Preisbewusste. Die Ausstattung ist mehr als zufriedenstellend. Die Optik ansprechend, der Verbrauch von 7,4 Litern auf 100 Kilometer ist für ein Auto dieser Größe mehr als anständig. Aber zum Kurvenheizen ist der Captiva nicht gebaut. Für lange Urlaubsfahrten schon eher. Wir vergeben 4 von 10 Go-Sternchen für den Fun-Faktor. Serienmäßig sind eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber, eine Zentralverriegelung mit Funkfernsteuerung, ein MP3-CD-Radio mit Lenkradfernbedienung sowie Front-, Seiten- und Kopf-Airbags für Fahrer und Beifahrer in alle Captiva-Versionen eingebaut. Viel Auto für relativ wenig Geld. 8 von 10 Go-Sternchen für die Wirtschaftlichkeit. Allein die schiere Größe des Captiva macht ihn schon zu einem sicheren Auto. Doch einen dicken schwarzen Punkt für das fehlende ESP in der Basisversion müssen wir vergeben. Hier empfehlen wir, eine Ausstattungsstufe höher zu nehmen, um auf Nummer sicher zu gehen. 8 von 10 Go-Sternchen für die Sicherheit. Der von uns getestete Chevrolet Captiva verfügt über einen Common Rail Dieselmotor mit 150 PS und 1991 Kubikzentimeter Hubraum. Maximales Drehmoment 320 Newtonmeter bei 2000 Umdrehungen die Minute. Beschleunigung von 0 auf 100 in 10,6 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 186 km/h. Verbrauch im Test 7,4 Liter. Der Preis für den Diesel Captiva ab 31.690 Euro.